Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim und wir sind hier immer noch bei den Gefährten in der Halle und das nächste Buch, das wir jetzt einmal lesen, ist Die dunkelste Dunkelheit, Verfasser unbekannt. In Morrowind beschwören sowohl normale Gläubige als auch Hexenmeister niedere Daedra und gebundene Daedra als Diener und Werkzeuge. Die meisten Daedra-Diener können vom Hexenmeister nur für sehr kurze Zeit gerufen werden, nämlich solange der äußerst zerbrechliche und zarte Rahmen aus Befehl und magischen Banden hält. Dies beschränkt glücklicherweise deren Kapazität ein, Unheil auszuüben, da die meisten dieser Diener in nur wenigen Minuten sowohl ihre Beschwörern als auch ihren Feinden schrecklichen Schaden zufügen können. Normale Gläubige können daedrische Diener durch Rituale und Pakte an diese Ebene binden. Derartige Übereinkünfte führen zu einem unbegrenzten Dasein dieser Diener in dieser Ebene oder wenigstens so lange, bis ihre körperliche Erscheinung in dieser Ebene zerstört ist und ihr übernatürliches Wesen zurück in das Reich des Vergessens eilt. Wann immer Daedra in daedrischen Ruinen oder Gräbern angetroffen werden, sind sie fast ausnahmslos Langzeitbesucher unserer Ebene. Ebenso können niedrige Existenzen, die von Daedra-Fürsten magisch an Waffen oder Rüstungen gebunden sind, entweder für eine kurze Zeit heraufbeschworen werden oder auf unbegrenzte Zeit verbleiben, solange sie nicht zerstört oder gebannt werden. Die Klasse beschworener Waffen und Rüstungen, die von Tempelanhängern oder Beschwörern gerufen werden, sind ein Beispiel für Kurzzeitbindungen, wohingegen daedrische Objekte wie Meerunes Klinge oder die Maske von Clavicus dem schrecklichen Langzeitbindungen darstellen. Der Tribunalstempel von Morrowind lässt die Verehrung der Daedra als niedrige Geister zu, die der dreieinigen Gottheit, dem unsterblichen Alm-Sivi, bestehend aus Almalexia, Sotasil und Vivek, dienen. Diese untergeordneten Daedra sind in guten Daedra und schlechten Daedra unterteilt. Die guten Daedra haben sich freiwillig der Autorität von Almsivi unterworfen, während sich die schlechten Daedra Almsivi widersetzen. Heimtückische Rebellen, die öfters Kontrahenten als Verbündete sind. Die guten Daedra sind Boetia, Azura und Mephala. Hungers sind mächtige und gnadenlose niedere Daedra, die mit Boetia, dem Vater der Heimtücke, in Verbindung stehen. Geschmeidige, langgliedrige Kreaturen mit langem Schwanz und Tierschädel, die für ihre lähmende Berührung und ihre Fähigkeit bekannt sind, Waffen und Rüstungen aufzulösen. Flederschatten sind Botschafter Azuras, der Göttin der Dämmerung. Sie ähneln den wilden Harpien des Westens, obwohl ihr weibliches Erscheinungsbild weit hinreißender und ihr langer, scharfer, hakenförmiger Schwanz um ein Vielfaches tödlicher ist. Spinnendaedra, die Diener Mephalas, sind eine Zwitterform aus Spinne und Mensch mit nacktem Kopf, Rumpf und Armen von menschlichem Ausmaß, die auf den 8 Beinen und dem Panzer einer Riesenspinne sitzen. Leider sind diese Daedra so feindselig und vernunftwidrig, dass man nicht darauf vertrauen sollte, dass die Befehle des Webers beachten. Infolgedessen sind wenige Hexenmeister im Morrowind bereit, diese Kreaturen zu beschwören oder zu binden. Die bösen Daedra sind Mirunes, Dagon, Malakat, Sheogorath und Molag Bal. Drei niedere Daedra verkehren mit Mirunes, Dagon,
flinke und lästige Huscher, grimmige und bestialische Schrecker und die edlen, aber tödlichen Dremora. Krokodilsköpfige Humanoide Daedra, auch Daedroth genannt, sind Diener Molag, Bals. Während die riesigen, aber dummen Ogrim-Diener Malakats sind. Sheogorats niedre Daedra sind goldene Heiligen, äußerlich halbnackte Frauengestalten, sind äußerst magieresistent und kennen gefährliche Zaubersprüche. Eine weitere Gruppe niederer Daedra, die oftmals in Mormin angetroffen werden, ist die der Atronachen oder Elementar-Daedra. Atronachen haben keine Bindung oder Verpflichtung gegenüber den Daedra-Fürsten. Je nach Laune dienen sie dem einen oder dem anderen Reich und wechseln die Seiten, wenn sie in Versuchung geführt, dazu gezwungen oder werden oder wenn sie sich die Gelegenheit ergibt. Okay Leute, da bin ich ja ein wenig ins Stottern geraten, die schönen Fremdwörter, aber ich hoffe, es war recht interessant. Was interessant war zum Schluss, ist ja diese die Elementar-Daedra, die Atronachen, ja? Die sind cool, die können wir auch beschwören. Okay, das war wieder mal Let's Play Skyrim. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Das Buch war Die dunkelste Dunkelheit, Verfasser unbekannt. Schönen Abend, ciao.